Hallo, ich bin's zurück. Ich musste ganz schnell reagieren, weil die 2, 3, 4, 5 Typen hier waren. Und ich da jetzt mal regeln müsste, damit ich dann nicht noch 5 Stunden warten muss. Habe ich jetzt mal angegriffen. So. So, ich schreibe gleich mal Sank. Sagen. Danek. Normal schreibe ich Danek. Ihr müsst den gar nicht töten. Ihr habt gar nicht den Kopfgeldauftrag, oder? Doch, die hat den Kopfgeldauftrag. So. So, jetzt mal bedanken, so aus Freundlichkeit, weil die waren da ja auch. Und, ja. So, wir müssen jetzt hier runter. Da oben ist noch einer, aber ich gehe erstmal runter zur Story. Jawohl. Timer live noch. Läuft noch. Jetzt habe ich das Thema vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße! Mann, das waren 5 Sekunden, die jetzt zwischen dem Cut dazwischen liegen. Was habe ich denn, was wollte ich denn jetzt erzählen? Ich war bei Cosplay 501. Shit. Ich weiß es nicht. Ah, Mist. Achso, jetzt weiß ich wieder. Haha. Oh, danke, Gehirn. Ah, danke, du bist doch ganz gut. Ich habe mich in letzter Zeit sehr, sehr mit Case Modding beschäftigt. Die letzten 2, 3 Tage. Ja, im Moment habe ich sehr viel Zeit, muss ich ehrlich sagen. Mit Case Modding habe ich mich erkundigt und das mich daran interessiert. Es interessiert mich halt. Und da kann man so cool, also für all diejenigen, die das nicht wissen oder nicht wissen, was es bedeutet, Case Modding ist die Kunst, den eigenen Computer oder ein Gehäuse so extrem aufzuwerten, dass der halt mega geil aussieht. Zum Beispiel, ja, zu vergleichen wie so ein Tuning fürs Auto, ne? Wenn ihr dann noch einen Heckspoiler einbaut oder irgendwas anderes umlackiert oder sowas. Könnt ihr mal googeln, da gibt es extrem coole Sachen, die dann auch Themen haben wie zum Beispiel Batman oder so richtig cleane, blaue, weiße, wo dann die Platten von der Grafikkarte entfernt werden und dann extra nochmal über mit Sprühfarbe nochmal überlackiert werden und dann, wo die Kabel extra nochmal in so einer in der gleichen Farbe sind wie das Mainboard, wie die restlichen Teile, zum Beispiel blau-weiß, zum hatte ich einen rausgesucht da. Jedenfalls sehen diese Dinger immer geil aus. Es muss nicht immer so sein, dass ein vorhandenes, uraltes Gehäuse in etwas Geiles umgewandelt wird. Man kann auch, viele machen das auch so, die nehmen dann Holz oder Plastik oder dieses Acrylzeug oder so und bauen dann ihre eigenen Gehäuse. Ne? Das heißt, dann sind die nicht diese typischen MIDI-Gehäuse, sondern sind sie mal rund oder fünfeckig oder irgend sowas oder haben noch, was ich, sind aus Metall und sehen dann aus, als wenn sie kommen gerade aus Mad Max kommen oder irgendwie sowas. Ne? Ganz cool, ganz coole Sachen. Und dann, ich glaube, ich werde mich damit auch mit dran wagen. Ich möchte, wenn ich mal einen neuen PC, das sind 2 bis 4 Wochen, dann sind alle Komponenten dann hoffentlich da. Dann baue ich den neuen zusammen und meinen alten, der steht hier noch rum, den brauche ich ja nicht. Dann bastel ich da an den mal ein bisschen rum. Dann lackiere ich den vielleicht mal die Farben neu, so in Farben des Mainboard, ne Quatsch, in Farben des Gehäuses. Mache ich vielleicht mal und dann kann man auch sleeven, so nennt sich das. Dann werden die ATX-Kabel vom Netzteil werden nochmal extra in die Farbe gesetzt, die halt die restlichen auch haben, was ich schwarz-grün oder weiß oder blau oder in Kombination mit allem oder irgendwie sowas. Da muss man die Kabel alle abmachen und na, dann so eine Art Strumpf, sag ich mal, einen Strumpf drüber machen und dann wieder neu drauf machen. Und das ist mega Arbeit. Ein hat gesagt, der hat für so ein normales ATX-Kabel beziehungsweise hier so ein Mainboard-Kabel für so ein ATX-Netzteil hat er 6 Stunden gebraucht, um alles fertig zu machen. Also das ist schon ein mega, mega Aufwand. Und teilweise, ich habe gesagt, auf der Gamescom gibt es diese Meisterschaften. Wenn ihr auf der Gamescom seid, ich bin ja leider nicht, ich bin hier auch zu Hause rum und muss das Haus hüten. Da gibt es solche Meisterschaften mit den PCs und diese coolen, das sind meistens die ganz, ganz cool aussehen. Müssen wir darauf achten.
Die haben dann auch so Kaltlichtdioden drin und ein LED-Licht und sowas, sodass man den Innenraum noch schön beleuchtet ist. Sowas möchte ich dann mit meinem alten PC auch machen. Nur wenn er fertig ist, weiß ich nicht. Da kriegt dann irgendwer, irgendein Bekannter oder ein Freund oder so, kriegt dann den geilen PC. Nur so zum Üben. Was? Achso, Blendgranate war das. Ich hab mich gerade gefragt, ich bin ja so im Rededings. So, ich weiß noch gar nicht, wie viele Folgen ich heute aufnehme. Ich muss ein bisschen aufnehmen, da ich bald Urlaub habe. Ich fahre nicht weg, nur habe ich dann nicht so die Möglichkeit, schön hochzuladen, wenn ich den ganzen Tag ja im Netz sein möchte, können und so. Dann habe ich das wieder das Problem mit dem Hochladen. Womit habe ich eine andere Lösung gefunden. Die habe ich dann nicht mehr. Ja, deswegen muss ich noch ein bisschen vorspielen hier, ein bisschen vorrendern. Und damit ich über diese 3 Wochen hinwegkomme. 3 Wochen Urlaub, boah, das wird geil. Warum stehen die denn falsch rum? Ich sehe schon, meine Latenz ist extrem down. Ah, jetzt sind sie wieder da. Es hat sich übrigens gelegt mit dem Launcher. Mit dem Startprogramm, wenn ihr es auf Deutsch haben möchtet. Das ist jetzt halt gestern nicht mehr abgestürzt. Bei Release des 3.3 Updates 6 Mal. Bin ich 6 Mal hintereinander abgestürzt. Ich wollte euch eigentlich das neue Haus zeigen. Ich wollte euch die Togruta zeigen. Ich habe da schön geredet und dann stürzt das auf einmal 6 Mal hintereinander ab. Einmal so krass, dass ich den PC komplett neu starten musste. Weil selbst ist beim Task Manager. Ja, beim Task Manager hat er dann gesagt: nee, wir haben keinen Bock. Wie gesagt, muss ich hart ausschalten. Das heißt, komplett Reset drücken, einmal komplett aus und an, ohne vernünftig runterzufahren. Und das ist überhaupt nicht gut für Windows. Aber das geht jetzt. Und ich glaube, ich weiß auch, woran es gelegen hat. Also, ich vermute es, woran es gelegen hat. Ich habe meine Grafikkarte, da gibt es einen GPU-Tweak, da kann man eingeben, wie viel diese Grafikkarte jetzt an Leistung bringen soll. Und ich habe die immer auf, war immer voller Power gehabt, die sonst immer. Und jetzt, deswegen ist in letzter Zeit immer abgestürzt. Und jetzt habe ich das nicht gemacht. Und bisher ist sie nicht weiter abgestürzt. Puh, das war ziemlich knapp. Netter Versuch. Ihr. Ich hatte irgendwie gehofft, dass ich euch bei unserem ersten Treffen ins Gefängnis schicken würde. Die Dinge laufen selten so, wie wir das wollen. Wie tiefsinnig. Arbeitet ihr nebenher schwarz als Jedi-Meister, wenn ihr nicht gerade Waisenhäuser in die Luft jagt? Lasst mich rein, du Zwerg! Es gibt kein Entkommen mehr! Ein Freund von euch? Ich enttäusche dich nur ungern. Aber sogar dein Dickschädel wird dieses Kraftfeld nicht durchbrechen. Worauf wartet ihr? Jagt mir hier alles in die Luft! Warum ich? Ich habe keine Wutanfälle. Das ist kein Wutanfall! Jagt die Generatoren hoch, dann kann Zell sich nirgends mehr verstecken! Sobald das Feld unten ist, lernen Zell und ich uns neu kennen. Wenn er tot ist, wenn ich zurückkomme, werde ich böse. Keine Sorge, ich werde ihn schön lange am Leben lassen. Naja, ich traue dem ganz nicht. Der ist ein bisschen mir zu aggressiv. Jedenfalls habe ich mich mit dem ganzen Thema beschäftigt und ich werde mich da, glaube ich, dran ranwagen. Dann erstmal ein bisschen üben an meinem alten PC und dann, wenn das fertig ist, dann probiere ich es an meinem neuen PC mal aus. Da habe ich jetzt schon die Komponenten so gewählt und auch das Gehäuse, dass die so farblich miteinander passen, also schwarz, schwarz-rot. Da muss ich dann halt nur noch vielleicht die Innenraumbeleuchtung, sage ich mal, noch mit LEDs und Kaltdioden und sowas ausstatten und die Kabel noch mal neu sleeven. Dafür brauche ich dann auch neues Werkzeug und so weiter und so fort. Also ich habe eine Menge Zeit dann im Urlaub bzw. Arbeit. Ich hab noch muss noch für jemand anderen
Eine Uhr fertig bauen. Ich habe schon mal so eine Wortuhr gebaut, zusammengebastelt, schön LED-Matrix löten und Platine selber löten. Ich mache den kaputt mit meinem Flammenwerfer. Okay. Die Person hat sich das auch gewünscht und da muss ich jetzt nochmal ran. Da muss ich auch erstmal Kabel kaufen und so und LEDs und so weiter. Die ganzen anderen Zutaten, Materialien brauche ich dann auch noch. Jedenfalls bei dem Case Modeling gehen sie teilweise so weit, dass die ganze. Das war eine ganz gute Idee von dem eigentlich. Der hat dann. Ja, der hat Desktop-PC dann wirklich genommen und sich einen Schreibtisch gebaut. Und in den Schreibtisch hat er den in den PC verbaut. Und außen waren dann CD-Laufwerk, ein extra Powerknopf und hier so Potentiometer für die Lüftung da drin. Hier, komm, ich mach mal überall Flammendings hin. War schon ziemlich cool. Also wenn man da Zeit und Lust hat und das nötige Werkzeug, kann man das wirklich machen. Ich überlege sogar, ob ich den nächsten Schreibtisch wirklich selber baue und mich dann halt auf diesen Raum dann anpasse. Das fände ich sehr, sehr cool. Dann könnte man da auch Dinge einarbeiten, wie zum Beispiel mein Mikrofon. Mensch, da musst du jetzt mal echt lange überlegen. Mein Mikrofon. Solche Dinge kann man dann einarbeiten. So, ich glaube nicht, dass das jetzt schon so einfach war. Ich glaube, der hat sich überrumpeln lassen. Ah, doch nicht. Oder ist der abgehauen? Der ist bestimmt abgehauen, wenn ich hier nur den Druiden sehe. Ja, nutzloses Pack hier. Du hast ihn entkommen lassen, nicht wahr? Es ist nicht meine Schuld. Die Ratte ist durch dieses kleine Loch geflitzt, während ihr in aller Ruhe für Chaos gesorgt habt. Der Blechhaufen wollte einfach nicht nachgeben. Da habe ich ihn kaputt gemacht. Du bist gerade zu einem Problem für mich geworden, Hauk. Du hast 3 Sekunden, eine Lösung zu finden. Ich habe eine Idee, wie man diesen Haufen zum Reden bringt. Hier läuft noch viel mehr Schrott wie der hier rum und hält die Zwerge im Zaum. Sie werden in einer Fabrik weiter drin gebaut. Da gibt's bestimmt Teile, um diesen Schrott kurz zu schließen und ein paar Antworten aus ihm rauszukitzeln. Wenn das eine Sackgasse ist, kannst du deinen Rückflug stornieren. Hab die Reise noch nicht gebucht. Die Fabrik liegt im Sicherheitstrakt. Ohne ordentliche Bum-Bums wird das nichts. Und ich hab nur dieses niedliche Teil. Ihr jagt den Ort in die Luft. Und ich schlepp diesen Schrott rüber und besorg uns unterwegs ein paar Techniker. Einverstanden? Ein Kampf kommt mir immer gelegen. Ich wusste es. Level 45. Nur noch 5 Level, dann kann ich die erste OP mal anlaufen. Hatte ich ja schon ein paar Mal auch innerhalb der Gilde angekündigt, dass ich was machen möchte. 2, 3 haben sich auch schon gemeldet. Ich müsste eigentlich noch ein bisschen mehr PvP spielen, weil ich brauche noch 20.000 Kriegsgebietsauszeichnungen, um dann auch mal tanken zu können. Ich war wieder mit Orex unterwegs, beziehungsweise mit Orexus, und um zu tanken, und ja, lief sehr gut, zumindest was Schutz angeht. 2 Niederlagen, ein Sieg. Schutz war immer so, lag immer so bei 600.000, 600 bis 700.000. Das ist echt, das macht echt Spaß. Wir hatten aber sehr viele Heiler. Das war teilweise 3 Heiler. Das ist ein bisschen sehr viel. Da fehlt dann wirklich der Schaden und das hat man dann auch gemerkt, dass da der Schaden verloren ging. Und zusätzlich hat dann ein Heiler immer gemerkt, ich bin hier am Pfeiler und Defe und ich könnte heilen in der Mitte. Ich war fast drauf und dran zu schreiben, ja, wir haben hier 3 Heiler. Da kann auch einer deffen, weil 3 Heiler in der Mitte oder 3 Heiler, das bei Hyperraumtore in der Mitte bei den Kugeln, ist dann nutzlos, weil eben der Schaden fehlt, wenn ich zum Beispiel als Tank weggehe oder so DD. DD wäre dann ganz beschissen gewesen. Naja, jedenfalls ist nichts raus geworden. Ein Spiel habe ich sogar aufgenommen mit Stimme. Und dann waren wir noch in der Voidstar, die haben wir ganz gut verteidigt.
und sind da ganz gut durchgekommen. Und da konnte ich dann auch wieder was für mein. Guck mal, der ist McDonalds-Fan. McTim. McTim läuft mit seinem McMarco, mit seiner McMarco hier auf McBilsavis. Da habe ich wieder ein paar schöne Videos aufgenommen. Ich könnte auch mal hier meinen Gleiter benutzen. Für so eine Art Montage. Ich habe ja jetzt schon fast 2 Minuten, eineinhalb, wenn man es, ja, nicht ganz anderthalb, nicht ein bisschen mehr als 1,5 Minuten aufgenommen, beziehungsweise 10 zusammengesammelt. Das klingt jetzt nicht so viel, aber ihr müsst bedenken, das sind halt alles Szenen. Selfie! Hi. Das sind alles Szenen, die dann wenige Sekunden dauern teilweise. Und da ist es dann das doch schon ganz gut, wobei es hier teilweise auch relativ lange Sekunden dann sind, in auch mal 20 Sekunden und so. Das habe ich schön mit Musik hinterlegt und mit ein paar Soundeffekten, sage ich mal, die sind sehr, sehr lustig. Also ich finde es sehr, sehr lustig. Ich habe teilweise was hingeschrieben, dann habe ich sie da weggemacht. Ja, danke, Kintira. Deswegen habe ich dich, glaube ich, auch als Twink drin. Ja, stehst doch schon drin. Hätte ich dann nachgeguckt. Weil ich habe jetzt nämlich einen neuen Rang reingepackt, den Twink-Rang, den dann alle Twinks bekommen, damit ich dann weiß, welcher jetzt ein Twink ist und welcher der Main-Char und so weiter. Das ist ganz nützlich. Oh, ich schreibe hier noch was drin. Rein, meine ich. Ja. So, ist ein bisschen doof zu schreiben und gleichzeitig hier herumzuwandern, weil das Mikrofon eben ja mich einschränkt in meiner Bewegung. Deswegen ist PvP immer aufgenommen. PvP aufgenommen ist PvP nicht so gut mit wie so als wenn ich konzentriert arbeite, hätte ich fast gesagt, wenn ich als kompetriere. Konzentriert, Mann, Konzentration. Also, Mann, was ist denn los? Und ach du Scheiße, hab ich Überlänge? Nee, gar nicht. Gar nicht. Stimmt. Ich hab's weiterlaufen lassen. Ich hab eben nur einen Schock gekriegt. Hier 37 Minuten gerade. Nee, ich habe aber 20 Minuten aufgehört, noch 17 Minuten. Dann kann ich noch 2 Minuten dranhängen. Jetzt habe ich ja den Fadenstrang jetzt verloren. Scheiße, Konzentration. Genau, die Spiele sind halt nicht so schön, als wenn ich nichts sage, die aufnehme und dann mit Konzentration dann dran arbeite, dann sind die um einiges besser. Aber ich wollte ja immer meinen Kommentar hören. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal, ich habe ja schon ein paar Mal angeboten, Videos hochzuladen, die ich für so eine Art Montage gedreht habe, auch mit dieses Ranziehen, Wegschubsen und so weiter. Aber ich wollte ja immer nur mit meinen Kommentaren, auch wenn die Spiele teilweise wirklich sehr, sehr gut sind und wirklich sehr schön gespielt. So, das ist noch. Ah, das ist Palakti, den machen wir jetzt noch. Oder der, die machen wir noch fertig. Und republikanischer, das sieht aus, als wenn das ein Lager ist von den Rebs. 44, das ist ein Reb-Lager. Warum? Warum ist dann. Muss ich hier außen rumfahren? Das ist ja bescheuert. Teilweise legen die Lager so beschissen, dass man durch eine Hauptstraße durch muss, wenn man da durchfährt, dass man da ein Lager hat. So beschissen ist das manchmal gelegen. Das hätten sie sich überlegen können. Das gibt es auf Tatooine genauso, wenn man dann auf Rebseite ist und möchte zum Beispiel da ein Datacron holen. Dann muss man als Imp durch einen imperialen Posten durchsterben, damit man überhaupt da hinkommt. Das ist echt beschissen. Aber. Wie komme ich denn da jetzt? Ich laufe jetzt hier mal rein. Vielleicht kriege ich jetzt hier mal. Deck doch mal die Karte jetzt auf. Hallo! Ich müsste doch längst die Karte aufgedeckt bekommen. Das ist doch scheiße. Ich bin noch im dunklen Bereich. Das heißt, ich muss so rumfahren. Oder ich muss so rumfahren. Das ist ja bescheuert. Naja, ich schließe dann hier, ich fahre so ein bisschen rum, bis ich da vorne bin. Das lasse ich jetzt mal außen vor, sag ich mal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, hier bei Oryx.